Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe Dings. Haarwurzelentzündung bei meinem Zopf. Dein Zopf wäre viel zu dumm für Haarwurzelentzündung. Was ist los? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Get the News 10 vor 8 am Samstag. Immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensöhnische. Jetzt erfährt ihr den Wichtigsten von Woche. Wetten, das? Er hört endgültig auf, ich schwör. Lanz, er meinte bei Pressekonferenz nach letzter Sendung plötzlich, ganz ehrlich, diese ganzen Wetten, sie gehen mir auf meinen Allerwertvollsten. Wenn ich wetten will, ich brauch keinen Fernseher, ich geh doch Wettbüro. Neben Lanz saß der Chef von ZDF. Er meinte dann, Marco, sag doch gleich, wenn das so ist, dann lass doch den ganzen Kelleck beenden. Danach, die beiden, sie haben sich umarmt und fest an sich geklammert, ich schwör. Zu diesen Situationen jetzt live zugeschaltet unser Ghetto-Korrespondent, ich schwör. Hier ist Musti, was geht ab, Digga, wo bist du, Lan? Hamburg, Digga, Hamburg, Lan, Phoenix Center. Digga, ey, Musti, frag die Leute, was sie davon halten, dass es kein Wetten, das mehr gibt. Ja, okay, ey, Boss, was hältst du davon, dass es kein Wetten, das mehr gibt? Was denn Wetten, das? Kennst du nicht Wetten, das? Nein. Ja, so Wetten. Was für Wetten? So Sport oder was? Nein, zum Beispiel so, da ist so ein Typ, er sagt, er schafft es so, sich in 10 Minuten, Beispiel jetzt, ne? Er schafft es in 10 Minuten, sich auf 10 verschiedene Pferde zu setzen. Was für Pferde? Ja, ich hab doch gesagt, nur Beispiel, Lan. Ja, das ist doch langweilig, Digga. Ja, ist es ja auch. Deswegen, es gibt's ihn jetzt auch nicht mehr, weißt du? Ja, und wo läuft das, Digga? Kino? Nein, Fernsehen, aber er läuft nicht mehr. Ja, welcher Sender? ZDF. Was denn ZDF? Digga, kennst du nicht ZDF, oder was? Nein, Bruder, woher denn, Lan? Vielen Dank an unseren Ghetto-Korrespondent Musti, sure. Der hat Schröder erst 70 Jahre alt geworden, ich schwör. Ghetto News sagt, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Schröder, er hat's richtig krachen lassen, ich schwör. Er hat ganzes Kinosaal von UCI nur für sich gemietet und dann er hat 50 Freunde eingeladen und langen Herr der Ringe nachgemacht. Alle müssten sich als Helden und Gnome verkleiden. Günther Netzer, er kam einfach ohne Verkleidung und dann er hat von Joschka Fischer dafür in die Fresse bekommen, ich schwör. Die besten Geigenspieler von einer Welt, sie haben rausgekriegt, alte Geigen, sie klingen besser als neue, ich schwör. Bei einem Test, die Geigenspieler, sie müssten mit Augen zu What is Love von Hathaway spielen und die anderen, sie müssten mit Augen zu bewerten. Insgesamt 20 Geigenspieler, sie standen 10 Stunden wie so Opfers mit verbundenen Augen und haben bewertet. Hathaway, er soll auch kurz da gewesen sein, aber wegen verbundener Augen, keiner könnte genau sagen, ob das stimmt, ich schwör. Zu diesem Thema jetzt live zugeschaltet ein Geigenspieler von altehrwürdigen Oper in Flensburg. Hier ist Peter Seitenbacher, was geht ab? Hey! Hey! Stopp, Digga, stopp! Und jetzt willkommen zu den Kurznachrichten mit meiner Kollegin Gangster Styler Princess, ich schwör. 50 Cent, er muss 16 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil er Kopfhörer auf den Markt gebracht hat, den es schon gibt, was ist los? Wie dumm bist du denn? Geh doch erstmal Saturn und guck, welches gibt's, bevor du Neues erfinden willst, was ist los? Veronika Ferres, sie hat gesagt, sie wird heiraten, aber sie sagt nicht wen, was ist los? Was nervst du denn, du Eule? Du heiratest doch bestimmt gar nichts, sondern willst nur einen auf heiß begehrt machen, was ist los? Ausländer, die in Deutschland geboren sind, sie dürfen bald 2 Pässe haben. Was ist los? Ganz ehrlich, was soll ich denn mit deutsches Pass? Der Papier von türkisches Pass, er ist viel hübscher und wertvoller. Wenn ich schon Goldmedaille habe, ich brauche doch kein Silber. Was ist los? Bei Zementbranche, es gab riesigen Fusionen zwischen 2 großen Firmen. Was ist los? Ganz ehrlich, macht doch, was ihr wollt, ihr Opfer. Ich hasse Zement. Allein schon der Name, er hat mich immer aggressiv gemacht. Was soll das? Zement. Baut lieber mit Holz. Was ist los? Ein Wissenschaftler, er hat sich 75 Mal von Bienen stechen lassen, damit er rausfindet, wo ein Körper am meisten wehtut. Was ist los? Danke, mein Bester, du bist Vorbild für alle Männer. Benutzt euren Jarak endlich für was Vernünftiges. Was ist los? Das waren Kurznachrichten und jetzt gibt's Neues von Horoskop. Nächste Woche steht in Zeichen von Merkur und Planetenstaub kreuzt den Stratosphäre von Jupiter. Sure. Das hat sehr positiven Energieauswirkungen auf Sternzeichen Bison.
Er wird sich sehr häufig wie ein Rohdiamant fühlen. Wassermann, er wird sehr häufig den Sehnsucht nach Unglaublichkeit haben. Und männlicher Einhorn, er wird sehr große Lust auf sexuellen Experiment haben, ich schwör. Und jetzt willkommen zu unserem Windbreaker. Hier ist Norbert Hückeswagen, was geht ab? Da oben tobt ein richtiger Kampf zwischen den Luftströmungen, ne? Das sogenannte Battle of Air. Warm gegen kalt, wer gewinnt das Duell? Das ist die oldene Frage. Ja, die oldene Frage in meinem Leben ist natürlich, ob und wann ich Leila heirate, ne? Ja, und du wirst nicht eingeladen, Gudrun. Davon kannst du ausgehen. Wapze. Vielen Dank, Mama Türkiswagen, und die nächsten Ghetto News. Ihr erfährt wieder nächstes Samstag. Ich schwör, 10 vor 8, immer 10 Minuten aktueller als die ganzen anderen Hurensohn. Ich schwör. Haut rein, Leute. Hatte. Was zu dumm für Haarwurzelentzündung? Mein Zopf, er brennt. Ich schwör. Ganz ehrlich, dein Gehirn brennt. Was du?